Die Äxte können weg, die können weg. Von der Seite kann eigentlich auch alles weg. Guck mal, wie viel Geld wir gerade einnehmen. Ich glaube, auch hier kann alles weg. Stumpfes Kurzschwert brauchen wir nämlich auch nicht. Feuertanz haben wir einen in Benutzung, kann der zweite weg. Zepter des Lichts und die ganzen einfachen Zauberkugeln hier können auch weg. Genauso wie die Krummsäbel hier und die Schlagstäbe. Noch mehr Krummsäbel. Windstahldolch. Nö, der kann auch weg. Grotz Feueraxt behalten wir einfach mal. Der Eisstab kann weg. Graues Totem kann, glaube ich, auch weg. Genau wie geschmückten Schlagstäbe und die Windstahlstreitkolben. So, ein geschärftes Kurzschwert behalten wir, nämlich das da. Eisstachel behalten wir auch erstmal. Kriegshelmer können alle weg, denke ich mal. Drachenzahn behalten. Beißer behalten. Nordlicht brauchen wir nicht unbedingt. Stab der fünf Kreise kann weg. Zeras Stab kann auch weg. Die Zwergenäxte behalten wir mal eine. Flammenaugen haben wir sicherlich genug, dass wir eine behalten können. Keulen können weg. Dunkle Sichel behalten wir eine. Gildenmeisters Kurzschwert behalten wir. Zergischer Mauerbrecher haben wir einen in Verwendung. Kriegsdolch behalten wir ein. So. So, damit ist schon mal unsere gesamte Waffenkammer geleert. So, Rüstung. Fangen wir mit Helmen an. Bei Helme hat sie sicherlich auch. Ja. Einfacher Glaubenshelm. Die brauchen wir definitiv nicht mehr und die Blitzhelme auch nicht mehr. Alunkenkappen können weg. Die ganzen einfachen Metallhelme und die beiden Wolfswachenhelme können weg. Der Novizenhelm kann auch weg. Bannmaske behalten wir mal. Der kann weg. Diebeshelme behalten wir mal einen. Windstahlhelme behalten wir auch mal einen. Die können alle weg. Gute Lederhelme haben wir so viele. Da behalten wir zwei. Auch zwei Dämonenschädel. Eine Rabenkappe und die beiden Obsidianmasken behalten wir. Helm der Elite behalten wir. Die rote Maske. Die kann weg. Lederklappe des Glaubens kann da bleiben. Der kann bleiben. Ja, von denen reichen jeweils einer. So, die ganzen Kettenbeinlinge, die haben ja Minus, also Abzüge. Die können also alle weg. Die Rotseidenhose und die Indienbeinlinge können auch alle weg. Lederbeinlinge auch. Ordensritterbeinplatten haben Minus. Dunkle Lederhosen, behalten wir mal. Dunkle Beinschienen behalten wir auch mal beide. Cool. Ja. Die Ritterrüstungsbeinschienen können aber alle weg. So. Wildlederwämse können weg, das Elfengewand. Die Kettenhemden können weg. Die Armbrustschützenrüstung können auch alle weg. Und Windstahlpanzer auch. Vor dem Iridienpanzer behalten wir mal einen. Sicher ist sicher. Spinnenseitenrobe können wir auch eine behalten. Ne, die Nordlandwämse können weg und die Schattenroben behalten wir mal eine.
Felsgrauer Panzer. Ja, behalten wir den einen. Ionenalte Rüstung, die kann weg, weil die bringt nicht so viel. Robe des äußeren Zirkels behalten wir eine. So. Gut. Sind wir schon mal auf 7 Seiten runter? Und Ringe fangen auf Seite 4 an. Das heißt, wir können wahrscheinlich noch auf 4 Seiten runtergehen. Mal gucken, ob ich jemanden finde, der Ringe kauft. Oder dem wir Ringe gut verkaufen können, wo es Sinn macht. Na, wenn, dann habe ich nur noch die Händler hier oben. Ich glaube, hier oben ist auch noch ein Händler. Naja, genau, an dich habe ich einfach zurückverkauft, weil ich keine Lust mehr hatte. Zaubergöttliche Heilung. Ja, geben wir mal das Geld aus. Habe ich auch eine bessere. Ah, Zone des Lichts, die finde ich nicht so gut, die Zauber. Aber die anderen. Also machen wir es so 6. 8. 9. 10 und 12. Ja. So können wir nach und nach den Zauber verbessern, was praktisch ist. Ja, werden wir bei ihr mal. Guckt euch das an, wie viel Gold. Ein paar Amethysten los. Wildfangpelz behalten wir mal, den Topas. Kaufen wir. Also ich behalte mir jetzt mal von jedem 2 Stück. Doch die alten Münzen behalte ich mir mal. Grünes Juwel. Stimmt ja, du wirst deselektiert. Die behalte ich alle. Amethyst kann ich noch einen verkaufen. Ja, die ganzen Pilze hier. Den Lianoner Fruchtbrand. Die Lapis Lazulis. Noch ein paar mehr grüne Juwelen. Paar Malachiten. Der Pilz kann weg. So. Sollten wir hier unten gut aufgeräumt haben. Ja, nur noch 3 Seiten. Okay. Ah, hier ist ein Händlerin. Genau, die verkauft. Oder habe ich an die verkauft? Ich glaube, ja, das sieht so aus, als hätte ich an die verkauft. Nee, sie verkauft auch. Sie verkauft hier eine Mentalistenrune, die ich ab dem nächsten Level benutzen könnte. Also kaufe ich die einfach mal. Das Gold dafür habe ich ja. Aber ich habe nicht geguckt. Verkauft sie Ringe? Gut, dann verkaufen wir den letzten Händler hier unsere Ringe. Und guck mal, was Adira noch will. Ne, die verkauft nur ein paar Standardzauber.
Okay, Ringe. Ring der Gedanken, Ring der Stimmen, Ring des Kampfrausches sind Billigringe, die können weg. Diebesringe können weg und Rubinring der Magie auch. Einfacher Mana-Ring kann weg. Ring der Diebe, niederer Ring der Magier kann weg. Bis auf zwei vielleicht. Ring der sieben Winde kann auch weg. Sternenring behalten wir mal. Wobei die bringen nicht viel, also können sie weg. Nachtglanz behalten wir, Lind vorm Auge. Und das Utraaner Siegel auch. Lehrlingsringe können weg. Grauer Ring kann weg, antiker Ring kann weg. Die ganzen initiierten Ringe könnten weg, bis auf einen. Die Einbrecherringe behalte ich mal beide. In der Roten Horde, schwerere Kriegskunst, können wir mal einen behalten. Knochenring sieht in Ordnung aus, behalten wir beide. Davon reicht einer. Zauberring, behalten wir auch mal einen. Windstern reicht auch, wenn wir einen behalten. Einsiedlerring. Ja, den behalten wir mal. Meisterring der Diebe können wir behalten und das sollte es eigentlich auch schon gewesen sein. Ah, können wir da nicht noch welche loswerden? Dann hätten wir nur noch vier Seiten. Nö. Belassen wir es mal dabei. Gucken wir mal, was Adira uns noch zu sagen hat. Ernsthaft. Ein Runenkrieger, die Götter mögen euch segnen. Kämpft für uns. Helft uns, die Nordlande zu retten. Ich bin nur eine einfache Apothekerin. Ich kann nur hier sitzen und auf Neuigkeiten aus den Grenzlanden warten. Aber ihr. Beneidet mich nicht, Frau. Meine Kunst zu töten ist nichts, verglichen mit eurer Kunst zu heilen. Oh, ihr unterschätzt mich. Auch ich werde kämpfen. Ich werde den Gahir brauen. Und ich werde einen Erwählten zu meinem Streiter machen, der es euch gleich tun soll. Ihr sprecht in Rätseln. Der Gahir ist der Trank des Helden. Er verleiht dem, der ihn trinkt, die Kräfte der Urgewalt. Er macht ihn unbesiegbar. Und er wird kämpfen an meiner Statt. Leider ist das Blut von drei mächtigen und gefährlichen Wesen nötig, um ihn zu brauen. Welche Wesen sind das? Eine Riesenspinne, ein Dämon und ein Drache. Bitte bringt mir ihre Lebenssäfte. Ihr habt die Macht dazu. Findet diese Wesen und nehmt ihnen ihr Blut. Es sind seltsame Dinge, die ihr da verlangt, Apothekerin, aber ich werde sie im Gedächtnis behalten. Oder im Tagebuch. Ja. Blut. Adrian, eine Apothekerin in Graufurt, scheint entschlossen zu sein, etwas zur Rettung der Nordreiche zu unternehmen. Sie scheint zwar geistig etwas verwirrt, hat aber wohl altes Wissen über einen mächtigen Trank, den sie brauen will. Ist ja schon mal praktisch, was wir zwei der Blutsachen haben. Adrian, eine Apothekerin in Graufurt, sucht nach einem Weg, den Trank der Helden zu brauen. Dafür benötigt sie das Blut dreier mächtiger Wesen. Findet das Blut eines großen Dämonen. Adrian benötigt auch das Blut eines Drachen, findet es. Adrian benötigt noch das Blut einer Riesenspinne, findet es. Bringt das Blut der mächtigen Wesen zu Adrian, damit sie den Trank der Helden brauen kann. Ah, ihr seid es wieder. Nun, habt ihr alle Lebenssäfte gesammelt? Nein, das Blut einer Riesenspinne fehlt leider noch. Ja, und jetzt wurde es auch aktualisiert, richtig. Also die beiden Blutsachen sind dann schon mal noch vonnöten. Die anderen Sachen eher weniger. Denke ich mal. Gut. Dann geht es jetzt in die Frostmarschen zu Rohans Ende.
Und hey, wie man sehen kann, die Blockade ist wirklich weg. Es sind aber noch ein paar Eiserne übrig. Also, falls ihr euch erinnern könnt, hier stand mal eine riesige Armee. So, das Ende des Ordens. In den Forstmärschen rückt die Armee des Ordens unter der Führung von Satavis gegen die Eisernen vor. Eine große Schlacht hat die Armee des Ordens scheinbar fast vollständig aufgerieben. Vielleicht gibt es irgendwo im Inneren des Landes noch Überlebende, die etwas vom Verlauf der Schlacht und dem Verbleib von Sartarius wissen. Ja. Weil die Quest wurde jetzt abgeschlossen. Gut. Aber ich würde sagen, wir speichern hier erst einmal. Und dann gibt es einen Cut, bevor wir uns in den letzten Akt stürzen. Also, bis gleich.